Paul. Vielen Dank, hallo. Freue mich, dass das Buch dich verschlungen hat. Mich hat es beim Schreiben auch verschlungen. Hanno hat es kurz angedeutet. Ich bin Jahrgang 1950 in Zürich zur Welt gekommen. Von einer Berliner Mutter und in Zürich sehr behütet aufgewachsen. Es gibt zwei Augenzeuginnen hier im Raum, die sich daran sehr wohl erinnern können und worüber ich mich sehr freue, dass sie heute hier sind. Das gibt auch wieder ein Stück Heimat über das Buch hinaus oder wegen des Buches vielleicht. Ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen in dem Haushalt. Ich sage Ihnen das, weil wir nicht ganz vorne beginnen, weil wenn wir vorne beginnen würden, dann müssten wir durchlesen und dann wäre es eine lange Nacht. Das ist jetzt nicht vorgesehen. Ich bin in Zürich aufgewachsen, in einem sehr schönen Quartier, wie man in der Schweiz sagt, nämlich am Dolder, direkt am Waldrand. Meine Mutter hatte immer Hunde, deshalb war der Waldrand wichtig. Und ich springe jetzt sozusagen in das zweite Kapitel, wobei das Buch hat kein Kapitel, es hat Überschriften oder Zeitelemente. Wir sind so 1964 etwa und ich bin allein zu Hause. Im Jahr nach meiner Bar Mitzwa, ein Nachmittag in der Dolderstraße 111 im Mai oder Juni. Die Fenster stehen weit offen, Chibi die Katze räkelt sich auf einem Sonnenfleck am Rand des grünen Sofas. Die Wohnung ist still vertraut. Ilse, das ist der Name meiner Mutter, ist nicht zu Hause. Sie arbeitet jetzt tagsüber in der Redaktion. Ich habe einen langen freien Nachmittag vor mir, Zürich 1964, auf dem Hügel oben über der Stadt. Von nahem nur das Holpern und Surren der roten Drahtseilbahn im 10-Minuten-Takt, von ferne Hundegebell aus dem Wald jenseits der Straße. An diesem Nachmittag im Mai oder Juni mache ich eine Entdeckung hinter Ilses Buchrücken, die mir keine Ruhe mehr lässt. Zwei Schuhkartons ohne Deckel, überfüllt mit Papier und kleinformatigen Fotos. Ich muss etwa 20 Bände herausräumen, um an die Kartons zu kommen. Sie sind grau und tragen den Schriftzug der Ballet-Schuhfabrik in Schönenwerth. Dass Ilse die Briefe ihrer Mutter im Schuhkarton aufbewahrt hat, dass Schuhe ein wichtiges Thema in den Briefen von Marie in Berlin an Ilse in Basel gewesen sind und ich heute weiß, dass Marie mit Ballet-Schuhen an den Füßen in den Tod geschickt wird, das alles wird nun Zusammenhang nach 50 Jahren der Ahnungslosigkeit. Damals fällt mir ein Haufen Unordnung, eine Grabbelkiste mit Dokumenten, zerfledderten Telegrammen, abgeblätterten Briefmarken Hitler, Mussolini, Petain, Helvetia, blass oder heftig gestempelten Kuverts mit durchgestrichenen Adressen und vermerkten per lila Fettstift in die Hand. Mehr noch. Durchsichtige Seidenpapiere, die von den Interpunktionszeichen einer Schreibmaschine durchlöchert sind, kleine hochformatige Notizbüchlein, ledergebunden in Rot, Blau und Schwarz mit goldenen Jahresprägungen 1941, 1942, 1943. Ich blättere. Es ist die schnelle, beinahe flüchtige Schrift von Ilse, ihre Buchstaben fliehen vom Blatt. Ich konnte sie zu meinem Ärger nie festhalten und lesen. Die Hälfte ihrer Briefe an mich ging mir für immer verloren, möglich, dass es Ilse mit den Briefen ihrer Mutter ebenso ergangen ist, History repeats. Staccato aus brüchigen Tagen, das Adressbüchlein rotes Leder fein genarbt, Paris, Wien, Berlin, Brüssel, Prag, London, Lyon, Genève, Basel, New York, Chicago, Zürich, Telefonnummern oft durchgestrichen und ersetzt, mehrere Adressen unter demselben Namen zwischen die Zeilen geschoben, auf jeder Seite weiterreisen, Lebensschritte, Abschiede. Ich kann das spüren und fühle zärtlich viele Menschenwege. Ein Leinensäckchen schwerer als seine Umgebung,
Der feste Knoten ist Widerstand, endlich klare Dinge, eine goldene Uhrkette und ein goldener Minenhalter, in den ein Graphitstift eingezogen ist und schon wieder die Fragen, wer trug das am Revers? Ein kleiner Stoß, viele Briefe im eigenen Kuvert, bei fast allen anderen fehlt die Hülle hier nicht. Beschriftet mit Ilses Adresse in Basel, Zossenweg, St. Alban Anlagen, Hartstraße, Augustinergasse. Von der Wehrmacht geöffnet, gelesen und mit Fischlein wieder verklebt, von Ilse zurückgefaltet und sorgsam bewahrt, oder ob der Fülle nur einmal gelesen und hastig weggelegt? Blaublasses Seidenpapier, eng beschrieben, dicht genutzt, die Seiten randvoll, nur die Anrede kann ich lesen, meine liebe Ille oder manchmal Illepuppe. Das Datum fließt in den Text der ersten Zeile, links oben meist eine Zahl mit Bleistift, die Briefe sind nummeriert. Viele dieser dünnen, vollen Briefe. Die Schrift wird immer kleiner, 1940, 1941, 1942, mager und gedrängt. Auch Postkarten, auf ihnen sind die Buchstaben winzig, die Zeilen eng. Ein Päckchen unbeschriebener Postkarten vergilbt mit rot bedruckten Wehrzeichen, adressiert an Marie Winter, Landhausstraße 8, Berlin W, bleibt stumm. Später zähle ich und ordne ich alles. 172 Briefe und Postkarten lagern in den beiden Bali-Kartons, alle von Marie Winter an ihre Tochter Ilse. Der erste Brief vom 8. Oktober 1938, die letzte Postkarte vom 7. April 1942. Ich kann nichts lesen. Die Schrift ist krakelig und alt, die Briefe und Postkarten von Marie erzählen von den Tagen, Monaten und Jahren, in denen die ganze große und stolze Familie nicht anders kann, als sich aufzulösen, um schließlich unterzugehen. Das weiß ich an diesem Tag, Nachmittag, als ich zwischen den Sonnenscheinflecken kaure, in denen der Staub aus den Kartons wirbelt, untrüglich, auch ohne Worte. Aus dem Schuhkarton schauen mich von vielen kleinen Fotos aus Menschen an, die ich noch nie gesehen habe. Starre Familienporträts mit jungen Männern in Uniformen oder ernstblickenden Männern mit Frauen, die Winters in Sanremo, Bilder von Bergsommern und Seepromenaden, lachende Männer im offenen Hemd, Offiziere auf dem Bänkli vor einer Almhütte, Japaner vor Bergkulisse, ein Mann mit dicker Brille auf einem Esel in einem Burghof, Ilse auf demselben Esel, Ilse lachend im schicken Kostüm, Ilse blond und jung im Theaterporträt, Ilse mit Japaner vor einem großen Hotel, Ilse auf einem Reitpferd, Ilse auf einer Kühlerhaube, Ilse mit Fred, ihrem späteren Mann, in einem Ruderboot, Ilse als ganz junge Frau am Ostseestrand, im Strandkorb mit viel Familie und Freunden rundherum. Die Bilder zähle ich nicht, es sind viele. Und dann in einem separaten Kuvert großformatige Fotos einer alten Dame, die gar keine Ähnlichkeit mit Ilse hat, die sich aber sofort als meine Großmutter erkennen will. Lange schaue ich eine Szene an, die sie auf einem Gartensessel aus Rattan zeigt. Sie ist von Blumen und Blättern umgeben, ihr Kleid ist mit einem Blättermuster bedruckt, die Tischdecke auch, und die Bäume sind in satten Grün. Ihr Arm liegt auf der Lehne, der Blick ist gütig, der Kopf leicht geneigt. Sie schaut in die Ferne, so weit, dass ich den Eindruck nicht loswerde. Sie würde durch Ilse und nun durch mich hindurchschauen, etwas sehen, das wir nie ergründen werden. Auf dem geblümten Tischtuch steht ein Tellerchen mit einem Apfel. Der Fotograf könnte es arrangiert haben, an so einem Nachmittag wie heute, sonnig und schon sommerlich, in einem Mai oder Juni damals. Auf der Rückseite schreibt Marie, seit ich unten wohne, mein am meisten benutzter Gartenplatz, da am bequemsten. Hier also verbringt sie viele Nachmittage mit ihren Freundinnen, denn in den Kaffeehäusern und im Preußenpark mit seinen gelben Parkbänken ist kein Platz mehr für das jüdische Zusammensein. So erinnere ich mich viele Jahre auf diesen der sechs Bilder an sie. Die Serie ist sicherlich an einem Tag entstanden, denn Großmutter Marie ist makellos frisiert und hat sich dreimal für den Fotografen frisch gemacht und umgezogen, immer im Blumenmuster. In starren Posen inszeniert sie sich in ihrem Haus in der Landhausstraße. Sie zeigt ihr elegantes Mobiliar, Marie setzt sich an Tischen und auf Fauteuils in Szene, sie will sich darin bewahren, vielleicht ahnt sie schon, was ihr bevorsteht.
So vergeht der ganze lange Nachmittag, an dem ich zum ersten Mal in das Leben von Ilse eindringe, in den Hof ihrer Geheimnisse. Am nächsten Tag ist der Schatz verschwunden. Von da an schweigt Ilse beharrlich und mein Fragen wird erst nutz, dann sinnlos. Irgendwann gebe ich auf, erfahren zu wollen und ziehe mit 15 bei Ilse aus, um in einem Internat zu leben. Die Schuhkartons tauchen bei Ilses Tod 35 Jahre später aus tiefem Wasser auf. Wie alte weiße Kraken kommen sie ans Licht. Nicht mehr berührt seit jenem lichtumflutenden Nachmittag. Ilse hat alle Erinnerungen für diese Zeit ihres Lebens im Dunkel des Zürcher Schuhkartons belassen.